So Leute, es ist der zweite Part von Resident Evil 4. Ja, wir haben uns wacker geschlagen dafür, dass es auf Profi ist. Fand ich, dass wir uns eigentlich ganz gut gemacht haben. Ich musste mich zwar des Öfteren heilen, aber das macht nichts. Ich hoffe, ihr seid bisher zufrieden mit der Art und Weise, wie ich das Spiel hier spiele. Wie ich euch versuche, Tipps zu geben und so weiter und so fort. Ob ihr euch da irgendwas von abschaut oder wie auch immer, könnt ihr ja selbst entscheiden. Wie ihr auch selber spielt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, es würde mich interessieren. Oder wenn es irgendwelche Leute gibt, die den fünften Teil irgendwie auch spielen oder den sechsten, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht lässt sich da was machen, das Ganze mal online aufzunehmen für die 360. Computer vielleicht, mal gucken. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich das nämlich aufnehmen. Und ja, wir gucken einfach mal. So, wir sind jetzt hier. Ihr seht, ich bin noch ein bisschen alles am Überprüfen. Ich werde jetzt aber nicht alles anquatschen, nur gewisse Sachen mal. Da steht ein schmutziges Bett. Das scheinen Blutflecken zu sein. Ja, das ist irgendwie Standard hier in so Spielen. Das denke ich mir mal auch. Ja, und unser Kumpel, der sich hängen ließ, der hängt hier. Was um alles in der Welt, wenn er doch nur mitkäme. Tja, wollte er nicht, hat er Pech gehabt. Hat er die Hosen voll gehabt und jetzt hängt er da. Da können wir nichts dran ändern. Es war Schicksal. So, hier gehe ich auch nochmal kurz gucken. Die Blendgranaten, ja, das kennt ihr ja, ja, die gab es im Vorgänger auch nicht. Und ja, es gibt so einiges noch, was ihr vielleicht nicht aus den Vorgängern kennt. Gewissermaßen, wenn ihr einen Huhn abschießt, können die auch so Eier droppen. Aber das mache ich jetzt nicht unbedingt, das lassen wir jetzt einfach. Jetzt kann ich noch da hochklettern, das mache ich jetzt mal ganz kurz, denn da müssten Schrotpatronen, also Gewehrpatronen sein. Die liegen da im Übrigen immer. Ja, genau, Gewehrmunition. Was noch ein fataler Fehler ist, wenn ihr hier hochgeht und denkt, haha, die kriegen uns nicht, ne? Ihr könnt die abknallen und so. Ja, dann probiert es mal aus, denn die Dorfbewohner, wenn die dann unten sind, die werden nicht hochkommen. Das wäre viel zu einfach, weil dann könntet ihr ja die ganze Zeit mit dem Messer messern, ne? Aber das geht nicht, denn die werfen dann, ich glaube, irgendwie Fackeln oder sowas ähnliches, werfen die nach oben und ihr kriegt dadurch dann Schaden. Und ihr habt dann das Problem, ihr könnt sie nicht richtig treffen. Ich meine, so war das zumindest, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Sollte ich mich da vertan haben, dann könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Auf dem Schild steht Bauernhof. Ja, dann wollen wir mal zum Bauernhof. Wie auch immer. Mehr Latte. Ja, jede Menge Muni. Ja, das könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ich lasse es jetzt einfach so gut. Genau, es hat sich ja einiges getan, wie ihr mitbekommen habt. Vom zweiten bis zum vierten Teil. Der Teil spielt im Übrigen nach Code Veronica X. Oder ich glaube genau zum selben Zeitpunkt, ich weiß es nicht genau. Denn er ist ja zum Agenten geworden. Er war ja einen Tag lang Polizist, für die, die es nicht wissen. Und dann ist in Raccoon City alles ausgebrochen, dieser Virus. Das Ganze durch die Ratten und so weiter. Genau, ich sollte jetzt mal noch einen Sicherungssafe machen. Obwohl, das muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich mache jetzt einfach hier, weil den anderen Part habe ich ja schon im Kasten und der ist jetzt nicht lost. Also ist das jetzt egal. Für Notfall muss ich dann von hier halt anfangen. Ja, es gibt blaue Medaillen, die sind sehr wichtig. Oh, da ist ein Ei. Das könnt ihr euch auch durchlesen. Wenn wir davon 10 Stück haben, es gibt 15, glaube ich, an der Zahl, dann bekommt ihr etwas kostenlos, und zwar eine Waffe, eine bessere. Deswegen pimpe ich diese hier noch nicht. Ein Hühnerei, Leute. Das werde ich jetzt noch nicht holen. Ich werde erstmal etwas anderes machen. Denn ich will ja noch nicht die Aufmerksamkeit von den Gegnern. Ganz genau deswegen. Oh Mann. Warum treffe ich denn nicht? Als ob ich irgendwas
Ah, ich wusste es doch. Ich wusste es. Warum habe ich denn nicht... Oh, ich habe mich zu lange an diesem Gegner aufgehalten. Moment. Dafür haben wir die Eier. Das weiße Ei ist natürlich nicht so gut wie... wie so ein braunes Ei. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch verfaulte Eier gab. Ich meine, das gab es erst ab dem 5. Teil. Oh, Mann. Bams, Headshot. Ich liebe es ja, wenn hier der Kopf platzt. Es gibt einen gewissen Kick. Und da ist wieder ein Wolf oder ein Hund. Aber der hat Angst. Und zwar hier vor. Ich fasse es nicht. Das sind lauter Leichen. Richtig widerlich hier. Richtig asozial. Pervers. Hier ist nur stinkende Jauche. Ich kann sowas nicht sehen, Leute. Da kriege ich selber das Kotzen. Bei sowas. Und hier ist wieder eine blaue Medaille. Eine von 15. Ich werde euch natürlich zeigen, wo man quasi alle bekommt. Wir brauchen natürlich nicht alle, nur 10 Stück von 15. Das reicht alle Male. Und extra Munition verschwenden, das muss nicht sein. Oh, Mann. Trifft doch. Schade, warum können die Kühe nicht irgendwie Milch droppen oder so? Und das heilt uns. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh, ein braunes Ei. Danke. Das können wir immer gut gebrauchen. Jetzt versuche ich den hier fertig zu machen. Ja, komm, komm. Wir wollen es dir zeigen. Bams, Headshot. Es müsste eigentlich noch ein Gegner auftauchen. Da, ich wusste es. Weil der wird angelockt, wenn wir den abschießen. Komm schon, jetzt geh. Dein Kopf soll endlich explodieren, mein Freund. Ah, Mann. Warum habe ich die Schulter getroffen? Ich wollte doch... Geil, da ist ja noch ein Gegner. Verdammt nochmal. Wow. Das war aber höchste Eisenbahn. Wo ist der? Oh, knapp, Leute. Ich hab's abgewehrt. Ja, komm her, du. Ah, okay. Wenigstens Headshot. Immerhin. Ah, ich find das so herrlich. Ihr wisst gar nicht, wo ich das auf dem Computer versucht habe aufzunehmen. Manchmal ist das dann so gewesen. Ich kann es euch versuchen zu demonstrieren. Dann war das so. Und dann auf einmal ging das so. Nur weil ich kurz nach unten gedrückt habe. Wisst ihr, was ich meine? Und das war so ätzend. Ich habe trotzdem, ja, doch. Trotzdem habe ich einigermaßen gute Parts hingelegt. Aber es war trotzdem nervig. Und deswegen dachte ich mir, boah, du musst doch jetzt dieses eine Gerät zum Laufen bringen. Wenn ihr wissen wollt, womit ich aufnehme, auf Konsolen und so, wenn euch das interessiert und ihr auch Let's Player werden wollt, weil ihr einfach auch Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich euch mehr oder weniger versuchen, in einem Video zu erklären oder wie auch immer. Oder ich kann euch irgendwie einen Link geben oder was weiß ich. Da fällt mir so eine lustige Sache ein. Da hat ein Kumpel von mir, also hier, sorry, Warner, also Grüße an meinen Zockerbruder. Letztens hat er mir eine Nachricht geschickt. Da meinte er so, geh mal auf den Link. Bin ich draufgegangen und mein Handy spinnt ja manchmal. Es lädt dann nicht so die Internetseite. Vor allem habe ich ja E+. Und das Witzige ist, dann kam wirklich tatsächlich der Charakter Link aus Zelda, ne? Und ich denke mir so, ey, muss die Seite noch laden oder was? Oder will er mich verarschen? Was für ein Zufall, ne? Das war echt witzig. Aber im Endeffekt hat er das wirklich so gemeint. Deswegen habe ich es nicht ganz gepeilt, was er damit meinte. Das war echt... Ich habe mich besickt, wo ich das erfahren habe. Oh, Mann. Im Übrigen, er lädt jetzt auch zur Zeit... ich weiß gar nicht. Ich glaube, Alan Wake lädt er hoch. Dead Space 3 ist unser zusammenes Projekt zur Zeit. Und dann lädt er noch The Last of Us Remastered von der PlayStation 4 halt hoch. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal vorbeischauen. Er fängt ja jetzt auch erst gerade an. Aber ich finde, er macht es eigentlich ganz gut. Er macht es halt auf seine Art und Weise und das finde ich gut. Er lässt sich nicht beeinflussen von irgendwelchen anderen Leuten.
Ja, gut. Ja, ihr habt gesehen, ich habe so einiges gesammelt nebenbei. Oh. Das wäre fatal gewesen. Wenn ich das jetzt vergessen hätte. Ich glaube, ihr hättet dann auch gedacht, boah, ist der so doof, warum hat der das vergessen? So, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe, um den Perlenanhänger zu erhalten, damit er nicht dreckig ist. Habe ich erst diesen Holzbalken abgeschossen, damit das nicht da reinfällt, weil dann können wir das vorher so also erhalten, ohne dass es dreckig ist. Und hätten wir das in, ja, wie soll ich sagen, dreckiger Version erhalten. Wir hätten es nicht sauber bekommen, also wir hätten es nicht sauber machen können. Ah ja, im Übrigen, wenn ihr hier runter springt, dann kriegt ihr hier so einen Bierstein oder wie man das nennt. Ja, genau. Da könnt ihr Steine reinstecken und das könnt ihr verticken und das gibt gut Kohle. Ja, der Perlenanhänger, boah, meine Fresse, der wäre dann irgendwie, ja, nicht so viel wert gewesen, wie als wenn er sauber gewesen wäre. Ist ja klar, ne? Was haben wir denn hier? Dieser Wegweiser, ne, diesen Wegweiser habe ich schon mal gesehen, ja. Ich habe ihn auch schon mal gesehen. Oh nein, Leute. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich muss jetzt nämlich ganz schnell drücken, weil sonst werden wir platt. Wie eine Flunder. Ja, und ihr seht, das sind diese. Ja, Action. Nee. Oh, wie nennt man die? Quicktime-Sequenzen, genau. Mir lag's auf der Zunge. Ich weiß gar nicht, wenn wir zurücklaufen, ob wir da was noch finden. Nee, ich meine nicht wirklich. Ab hier solltet ihr mal stehen bleiben. Es gibt nämlich einen Trick. Ich hoffe, ich schaffe es. Das wäre genial. Bitte drückt mir die Daumen. Mann, nicht getroffen. Kann doch nicht wahr sein. Verdammt. Das regt mich jetzt auf. Weil ihr hättet. Ja, genau. Das wollte ich erreichen. Wenn ihr direkt diese Dynamitstange von ihm trifft. Auch wenn die nicht mal angezündet ist. Wow. Da hat direkt noch ein anderer geworfen. Dieser Assi. Den hätten wir auch versuchen abschießen zu können. Ich versuche es jetzt mal. Oh, der hört auf. Komm, können wir treffen? Bitte. Trifft doch. Mann, ich habe den Kopf getroffen. Den wollte ich aber nicht treffen. Der wirft die aber trotzdem nicht, ne? Ich halte mich hier zu lange dran auf. Komm schon, ich will die treffen. Ich schieße jetzt noch dreimal. Wenn ich jetzt nicht treffe, dann lassen wir es. Okay, vergiss es. Ich lasse es jetzt einfach so. Oh, Mann. Eigentlich hätte ich das anders machen können. Denn ein anderer Gegner wirft nämlich eine Dynamitstange da rein. Oh, nee, wirft er nicht. Normalerweise wirft er die. Aber scheinbar hat er sie gerade nicht geworfen. Naja, sie ist nach einer Zeit explodiert. Aber es sind so einige Tricks. Sie funktionieren zwar nicht immer direkt, aber es erleichtert einiges. Okay, das sollten wir auch beseitigen. Ihr müsst aufpassen, hier sind auch Bärenfallen. Ihr könnt sie auch ausschalten, indem ihr drauf schießt. Nein. Wow. Indem ihr drauf schießt. Komm schon, trifft das. Verdammt. Warum treffen wir es nicht? Ah, egal. Jetzt. Yes. Kettenreaktion. Wie ich es liebe. Aber der andere hat überlebt, wahrscheinlich. Na? Nee? Der ist auch gestorben? Korrekt. Ja, das hätten wir direkt haben können. Aber ich habe es ja versemmelt. Indem wir durch dieses Fenster hier schießen. Ja, hier oben das habe ich zum Beispiel auf der Computerversion versucht zu finden. Ich glaube, ich hatte es auch gefunden. Ja, ich hatte es gefunden, stimmt. Oh Mann. Und ich war es die ganze Zeit am Suchen und ich hatte es schon. Seht ihr, das kann man nämlich hier reinstecken. Da kann man bis zu drei Sachen reinschieben. Oder, ja, stecken. Das hört sich komisch an. Ich weiß, Zweideutigkeit und so weiter. Ja, macht nix. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich alles hier gesammelt. Oder gab es hier noch was? Ich denke nicht. Ich
Ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Ich möchte die Parts auch nicht zu lange machen. Schließlich möchte ich auch noch Code Veronica X halt starten. Dazu kommen wir aber später. Darauf freue ich mich auch, weil das kann ich nämlich auch in HD hochladen. So. Ja, ein Save jetzt hier zu machen, das wäre sinnlos. Ne, wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Ja, da ist auch noch eine Falle. Ihr seht, ich habe sehr vieles auswendig hier irgendwie gelernt. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich dieses Spiel schon durch hatte. Es ist echt unglaublich. Mehr als 20 Mal kann man, ja, wäre vielleicht untertrieben. Und es ist echt nicht gelogen. Weil in manchen Kisten, ich kann es ja mal probieren, da kann ich so sagen, ja, ich glaube, da ist das, das und das drin. Kann ich euch vielleicht so, ja, zeigen, dass ich ein bisschen auswendig davon kann oder nicht. Like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Ja, ist nicht Raucher. Das haben wir ja auch schon im Auto gesehen, perfect, wo unsere Kumpels drin waren. The big cheese. What? Ja, das ist der Babo so ungefähr in diesem Spiel. Also des Dorfes. Nein, auch hier werde ich noch nicht speichern. Oh, schade, wir hätten gucken können, wie viel Prozent wir schon getroffen haben und nicht. Hey, hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey boy, I'm not dying. Do something, cop! After you. Now! Ha!
war aber klar, dass es so kommen wird. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Ja, unsere Mission ist jetzt zum Dorf zu gehen, wieder zurück, weil wir ja hierhin verschleppt worden sind, aber das habt ihr ja auch selber gerade geschnallt. Over here, stranger. Den ihr gerade gesehen habt, das ist unser bester Freund in diesem Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr werdet auch sehen, warum. Denn er ist ein Händler. Ein Schwarzmarkthändler, könnte man sagen. Und er hat die feinste und beste Ware hier im ganzen Spanien. Ja, ich denke, ja doch, ich meine, das war Spanien. Und ihr seht, hier ist wieder so ein Battle-Szenario. Mit vielen, vielen, vielen tollen Las Plaga-Leuten. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale. Ja, das, er hat uns halt gesagt, das mit den Medaillen und so weiter. So, ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen. Am besten den Perlenanhänger, den braucht man nicht mehr. Bierstein behalte ich erstmal, weil wir den ja später besser verkaufen können. Ja, die anderen Sachen, die behalten wir, weil es ist ja auf Profi und die sind sehr wichtig. Auch sehr wichtig ist der Aktenkoffer. Den sollte man sich immer direkt kaufen, wenn es einen neuen gibt. Denn hier gibt es keine Truhen wie in den anderen Teilen. Das heißt, ihr habt immer alles, was ihr braucht, bei euch. Und ihr solltet euch auch direkt erstmal die Standardwaffen klären. Denn ohne diese Waffen werdet ihr schnell merken, dass es sehr, sehr schnell brenzlig werden kann. Und das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Ihr merkt auch, ich habe hier ein bisschen Unordnung gerade. Gefällt mir gerade auch nicht. Sorry, ich muss jetzt gerade ein bisschen, ja, umstellen. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man so sein Zimmer mal umstellt, wenn man Langeweile hat oder wenn man einfach findet, ja, dir fällt die Decke auf den Kopf und es ist so scheiß Wetter draußen oder sonst was, dass man sich so denkt, ja komm, damit ich wieder Bock auf mein Zimmer habe, werde ich es ein bisschen umstellen. So. Das müsste... Ja. Oder? Ja, ich lasse einfach so. Es ist in Ordnung so. Den Raketenwerfer kaufen wir uns nicht. Hat auch seine Gründe. Das hier ist sowas von sinnlos. Das würde ich niemandem empfehlen zu kaufen. Es bringt wirklich nichts. Im ganzen Spiel finde ich das Item, also den Gegenstand, ziemlich sinnlos. Also ich weiß nicht. Wer das gebrauchen kann, der soll es sich von mir aus holen. Aber ich bin der Meinung, ja, dass es dem nicht so entspricht. Einen Moment, ich werde jetzt mal kurz gucken. Okay, ich habe da keine Munition drin. Okay, das lohnt sich. Das ist auch sehr wichtig. Darauf solltet ihr vielleicht ein wenig Acht geben beim Tunen auf der Schwierigkeitsstufe Profi, denn die Kapazität erhöht natürlich nicht nur, dass man mehr Munition hat, sondern auch gleichzeitig, dass sie wieder voll ist. Und weil sie leer ist, lohnt sich das Ganze natürlich für uns. Ich würde natürlich auch sagen, Ladegeschwindigkeit sollte nicht fehlen, weil ihr habt ja schon gemerkt, mit dem Gewehr ist es ein wenig scheiße nachzuladen. Ja. Andere Sachen können wir erstmal nicht machen. Das war's erstmal. Vielen Dank. Besuchen Sie uns bald wieder und so weiter und so fort. Ja, hier haben wir noch ein rotes Kraut. Das können wir direkt kombinieren. Wir hatten, glaube ich, ja, wir haben noch genug grüne. Auch wenn wir einige Kräuter verbraucht haben. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal speichern. Und dann werde ich den Part auch beenden, denn es wird höchste Zeit, höchste Eisenbahn. Ja, ich speichere einfach hier. So. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Der nächste Part wird wieder battlen bis zum Umfallen, actionreich und so weiter und so fort. Bedrängnis pur. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn es heißt Survival Horror Time. Mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen!